hat ein Selfie-Stick gekauft und einen Scanner und einen USB-Hub. Alles für euch. Alles für euch, weil ich heute ein paar hübsche Buttons machen will. Ich möchte ein paar hübsche Buttons kreieren. Ich überlege noch, ob ich euch mitgucken lasse beim Zeichnen der Buttons oder ob ich sie jeweils als Überraschung raushaue. Wenn mir jemand irgendwie 2 Euro donatet, dass ich dann eine Zeichnung kurz einblende zum Bleistift. Ansonsten habe ich mir diesen Selfie-Stick gekauft, den ihr jetzt natürlich nicht seht, aber dessen Effekt ihr seht übrigens über die Baustelle, Bahnhof und so weiter. Ihr seht so gerade den hässlichsten Teil einer der schönsten Städte der Welt, wie ich finde. Hey, moin! Hervorragend, guter Name. Für Sie immer noch hervorragend. Wo habe ich denn auch wieder geparkt? Dutch Problems. Und dann gehe ich jetzt noch Stifte kaufen, weil ich habe meinen gesamten Stiftevorrat, also guten Stiftevorrat und doppelt gemoppelt hält besser, bei den Bohnen vergessen. Wie geht's, Digger? Simon hat mich hergelotst. Moin! Es geht eigentlich, also wenn du mich so ganz direkt und ehrlich fragst, wie es geht, dann muss ich sagen, dass ich gestern ungefähr 45 Minuten auf einer Tankstellentoilette zugebracht habe und noch immer einen leicht verstimmten Magen habe. Aber es geht, wie es geht natürlich. Ich hatte gestern wirklich so Schmerzen, so richtige krampfige, ich hab wie übers Kinderkriegen nachgedacht dabei und hab ein bisschen in Frage gestellt, ob Kinderkriegen wirklich schmerzhafter ist, als was ich gestern hatte. Meine Frau hat mir versichert, dass dem so sei. Das ist übrigens das Tivoli Friedenburg, das Konzertgebäude. Hier, was sie so vor, diese ganze Baustellenscheiße, da machen sie Havannestraße und da machen sie jetzt ein Wiederwasser hin. Sehr schön. Also sie machen es schöner, sie verschlimmbessern es nicht. Da muss man ja immer nicht ganz froh sein. Ansonsten fahren wir jetzt am coolsten, dem coolsten chinesischen Restaurant ever vorbei, wo man auch wirklich noch Schlangen essen kann und Hühnerfüße und frittierte Schweinegedärme. Nicht, dass ich irgendwas davon esse, aber da kann man auch lecker vegan und vegetarisch essen. Und guck mal, bis da vorne geht das Wasser schon. Dann hört's auf. Und zwar ist es, falls ihr jemals nach Utrecht geht, ist es hier hinter diesem Bus. Da ist es, da seht ihr dieses Holz und dann ist es 2 daneben. Paradise. Original chinesisches Restaurant. Sehr gut, falls ihr mal in Utrecht seid. Ist gleich, wenn man vom Bahnhof kommt. Also der Bahnhof liegt im Rücken. Aber ihr lauft natürlich ein bisschen anders. Ihr kommt wahrscheinlich hier aus diesem Einkaufszentrum raus. Ach, du bist der aus Utrecht. Ich bin der Typ aus Utrecht. Ich bin der Holländer. Ich finde es so cool, dass Twitch auch so funktioniert, weil mir hat ja Facebook Live immer sehr gut gemundet. Und hier ist übrigens das absolute Zentrum der Stadt. Wenn ihr mal schauen wollt, da hinten haben wir ein Gay Rights Zebrastreifen, also in den Regenbogenfarben. Das Lustige ist, dass da drüben bei dem Zebrastreifen die Ampelmännchen das Neinche sind. Also ich glaube, in Deutschland heißt der Miffy. Müsst ihr gleich mal, ich gucke mal, ob ich es beim Vorbeifahren, müsst ihr auf das Ampelmännchen achten. Und zwar jetzt gleich. Pass auf. Das Ampelmännchen ist ein kleines Häschen, ein dickes. Ich hoffe, dass man es sieht. Ich muss eigentlich hier auf der Seite, dann ist die Seite näher. Wird aber kürzer dann. Achtung. Habt ihr es gesehen? Ich weiß es nicht. Ups. Jetzt gucken, dass ich hier nicht. Ich werde von hinten genötigt, schneller zu fahren. Nicht wieder. Und jetzt kommen wir zum Juwel Utrechts, der Audacher. Hier. Und hier. Ist das schön oder ist das schön, hä? Wunderschön, weiß.
Ansonsten fahre jetzt die Auerkraft ab und ich fahre zum Zwag. Zwag ist ein Kunstbedarfsladen hier in Utrecht und da kaufe ich mir jetzt Stifte, vielleicht sogar noch ein bisschen extra Papier. Für wen? Warum? Warum machst du das, Philipp? Für euch. Für euch, meine Lieben. Nicer Glocken ging's im Hintergrund. Ja, weißt du, das übrigens die, das ist ja die normale Kirche da hinten. Wir haben ja auch den Dom hier und der Dom-Pianist spielt regelmäßig Tributes. Als Star Wars kam, ist von mit den Domglocken Star Wars gespielt worden. Als David Bowie starb, gab es David Bowie Lieder. Es gibt echt zu allem möglichen was. Finde ich sehr geil. Leute, schaut euch an. Ist das schön oder ist das schön? Ne? Lebe ich wie Gott in Holland oder lebe ich wie Gott in Holland? Ich glaube, ich lebe wie Gott in Holland. Wer war von euch schon mal in Holland? Von euch dreien? Naja, nachher kommt es mehr. Übrigens, Leute, die sich das auf YouTube angucken, ich muss noch gucken, ob ich es überhaupt auf YouTube exportiere, sollten vielleicht wissen, dass ich auf twitch.com/topmoff jetzt regelmäßig livestreamen werde. Schaut hier, touristische touristischer Charme. Und da, 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 der Dom. Da, 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 da. Und hier übrigens ein von Gerd Riedfeld entworfener Stuhl, falls ihr jetzt sagt, was, ja, interessiert mich nicht. Nein, der wurde, glaube ich, 1920 oder so entworfen, dieser hochmoderne Stuhl. Natürlich etwas kleiner. Das ist ein Kunstobjekt, das eine Hommage ist an diesen Stuhl. Schaut mal, ich weiß, ich könnte immer umswitchen, aber kann ich nicht mehr Fahrrad machen. Das muss ich laufen machen, aber ist es nicht schön hier? Ist es nicht schön hier? Schaut doch mal. Da vorne ist mein ehemaliger Coffeeshop, mein Haus- und Hof-Coffeeshop, wie man so schön sagt. Und zwar. Dazu kann ich euch gleich noch was sagen. Ich muss sowieso mal irgendwann Phil, was treibst du eigentlich in Holland? Also, wie kommst du, dass du da lebst? Das ist eine sehr gute Frage, die mir schon regelmäßig gestellt wurde. Und zwar lebe ich in Holland. Ursprünglich, ich hatte einfach Bock auf Holland. Ich war früher extremer Kiffer. Und ich fand Holland einfach ein cooles Land, ich fand die Leute cool und ich wollte einfach nochmal ins Ausland. Inzwischen bin ich ja schon seit 15 Jahren hier, das ist auch krass, oder? Ach, wie schön. Schaut mal, so lieb. Und ich bin happy damit und ich nehme euch mit, ich will euch alles zeigen. Schaut mal, Herrschaft. Ich hab gesehen, dass die Frau, die aussieht wie ein männlicher, dicker Matuschek von früher, von einem Fall für zwei, gerade mir schon wieder beim Weg gelaufen ist. Die stand nämlich beim Mediamarkt hinter mir. Und jetzt gehen wir in den Zwag Kunsthandel. Und da kaufe ich Stifte für eventuell nachher für euch auch. Oder nur, dass ich Buttons malen kann. 420 war es. War es 420? I don't get it. Gucken wir mal, was ich hier alles an schönen Stiften hole. Ja, ja. Success. Hey. Ich suche mir hier. Vielleicht lasse
sein. Was? Da kostet einer 10 Euro. Puh, das ist die Frage. Warum sind die so teuer? Sorry. Hi. Ist ein Rede, warum die so dürr sein? Seien die herfüllbar auf Salz? Ja. Oh, die sind herfüllbar? Ja. Met wat? Met cartridges. Er zijn twee soorten cartridges, afhankelijk van welke pen je neemt. En de punten zijn ook vervangbaar. Oké, okay, dan hoef ik sowieso niet 205 hebben, want... En afhankelijk van, wat moet ik nu voor deze hebben? Je wil direct al een... Een vulling hebben voor de 0,5 en de 0,7. Ja, eentje voor dus wie het eerste licht loopt. Ja, dit is voor allebei goed. Oké, okay, perfect. Je twee, en wat kost zo'n hervulding? Oh, hier staat het. 3,35. Oh nee, oké, okay, perfect. Oké, okay, ja. Ja. Dan neem ik die mee. Extra punten? Nee. De punten zijn... Ik heb hier wel die brush, die heb ik thuis. Ja. Heb ik dan andere vuldingen nodig? Nee, toch? Voor de brush? Voor die. Het is hetzelfde als dit. Nee. Dit is ook goed voor de brush. Oh, perfect. Perfect. Ja. En zijn die watervast eigenlijk? Omdat van Copic, ja. Kan ik met Copic eroverheen zonder dat die... Ja. Super. Ja. Perfect. Ja, het ligt aan welk papier. Met sommige soorten papier moet je ze even laten drogen. Oh, oké. Okay. Maar super. Nee, perfect. Dan heb ik genoeg. Ja. Dan weet ik genoeg. De punten zijn... breekbaar, dus ja, ik bedoel, zou of voorzichtig tekenen of alvast wat vangpunten. Oké. En wat zijn die gewoon van die donkerblauwe fineliners of zo, van die dunne stiften? Waar zijn die op? Ah ja, precies hier. Perfect. Ja. Bedankt. Die zijn zwart. Ja, die ken ik. Oh, die zijn ook zwart, toch? Ja. Okay. Ja, wel blauw. Nee, ik wil geen blauw. Ik bedoel blauwkleurig zoiets. Maar ik bedoel de grijs, sorry. Oké. Okay. Nee, perfect. Ja, ik denk dat dit hem is. Hoe is het dat we niet kan moeten omdat mijn scanner... Ja, geen probleem. Hoi. Okay. Heb je een specifieke maat of iets? Nee, niet echt. Heb je hem bekeken, die opstelling? Goed, toch? Ja. Nee, super. Ja, ik ben nog lang niet klaar. Wordt nog helemaal de sizzle. Nee! Ja, cool. Ik sta in het systeem met Teddy's in Space. Oké. Okay. Selfies halen? Nee, ik ben aan het twitchen. Ken je Twitch? Nee. Aan het streamen. Ah, ja, leuk. Op dit moment? Even. Op dit moment. Ah, gezellig, hè? Maar ik film mezelf. Ik ben niet in beeld. Oké, gelukkig. Hoeveel kijkers zijn, hè? Ah, op dit moment 5 kijkers. Ah, ja, maar het wordt geëxporteerd uiteindelijk. Met EA, Teddy's, met EA. Double D, EAS, in space. Teddy's. In space. Ik denk niet dat er 2 Teddy's zijn, toch? Het is met 1D, toch? Met 2D. Oh. Toch? Livestream. Ja, ik ben aan het streamen. Oh, is het een artikel kijken? Nog een paar kopjes, geen Teddy's van mij. Nog niet. Gaan we wel doen, denk ik. Het zit te rompen. Mag je? 51, 21. Perfect. Wat goed, ik heb namelijk die brush pen en ik wist helemaal niet dat die... Refillable. Ja, dat die refillable. Ik dacht net, what? Zo duur, maar... En spare points. Ja, daarom heb ik hem gehaald ook. Waarom? Wil je een goede refill? Ja. Wil je wel 750? Ja. Dat is wel dom. Dat is wel lekker. Laat ook niet op. Ja, wel. Dit is niet opladen. Ik hoef in principe geen tasje, maar ik moet wel de bonnetje hebben. De bonnetje, hè? Super. Perfect. Als je tijd hebt en niet aan het streamen bent, dan heb ik een idee. Maar dan ga ik... Oké, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Je mag het ook via Facebook mailen of zo. Maar ja, beter kletsen. Ja, dan moet ik even bespreken. Oké, ik ben benieuwd.
Doei. Okay. Hat jemand irgendeine Geschäftsidee, die er mit mir besprechen möchte? Ich finde es sehr witzig, wie viel man doch versteht. Das, weißt du was, das sagen ganz oft Leute. Hallo übrigens, lieber... Ach, Kaya. Mesut, bedoel ich. Mann, es tut mir echt leid, dass ich dein... Ich kenne halt einen Kaya gut. Aber der heißt Kaya mit Vornamen. Ist auch ein osmanischer Kumpel. Ein, du bist ja gar kein Osmaner, du bist ja Stuttgarter. Wollen wir ein bisschen noch gucken, hier, wie schön, ne? Die Auerracht. Ich erkläre euch mal was zur Auerracht. Die Auerracht war früher die Haupthandelsstraße, um die Städte reinzukommen. Und die ganzen Keller, die hier unten seht, waren die Keller der Herrenhäuser von oben drüber. Damit man wusste, wo man war und ob hier Markt war oder was weiß ich, was überhaupt für ein Geschäft da oben war, gab es so eine Art Leitsystem. Und zwar ist unter jeder Laterne, wartet, hier, nee, wartet, doch, ja, das hier, das, wo mein Finger jetzt drunter ist, ist ein kleines Relief. Und diese Reliefs sind unter den Laternen und die zeigen manchmal Waschfrauen und manchmal einen Schmied und einen Fischmarkt und was weiß ich. Und so konnte man sich orientieren. Das ist doch, eben du bist Schwob. Schwob, gibt's was Schlimmeres? Ich hab gestern in einem Forum hat jemand geschrieben, wie cool er Stuttgart findet und dass die Leute da so normal wären und kein Pack auf der Straße und so. Und da habe ich einen ziemlichen Rant über Stuttgart geschrieben und habe aber dazu geschrieben, dass es mir, ich habe geschrieben, dass es mir auch leid tut, weil es gibt ja durchaus viele, ich habe ja viele gute Freunde, die da leben. Und da musste ich an diesen geilen Typen denken bei Braindead, der diese ganze Zombie-Apokalypse irgendwie missverstanden hat und hat wohl das irgendwie interpretiert, dass die Leute böse sind, weil er wohl irgendeinen schwulen Joke gemacht hat und der im Hintergrund als schon das volle Gemetzel abgeht, vor so einer Gruppe Zombies steht und sagt, Mann, ein paar meiner besten Freunde sind schwul. Und das habe ich in Klammer als Zitat dazu gemacht, weil es kam mir ähnlich wack vor, dass ich geschrieben habe, oh, ich kenne ja coole Leute auch in Stuttgart, nachdem ich ewig abgehatet habe über Stuttgart und die Polizei. Und ich mag, also ich habe nichts gegen Stuttgarter. Ich kenne wirklich super viele. Ich finde auch die motzen oft genug drüber. Was war alles cool in Stuttgart? Die hatten die Gase, ja, coolen Tunnel, skatemäßig mitten in der Stadt. Was haben sie gemacht? Weg. Super ekelhaftes, kahles, neue Gebäude. Der ganze Schlossplatz war mal echt was Cooles. Eine Art Sammelbecken der Menschen. Ich bin beinahe nicht mehr durch. Und inzwischen es ist halt kein Sammelbecken der jungen Kulturen mehr. Und da gab es den Rote Bühlplatz, da war Radio-Bad-Gebäude und alles. Da waren coole Leute, 0711-Büro. Auch abgerissen ist jetzt ein ekelhaftes Neubaumode. Sie tun nichts für die Jugend, sie tun wirklich nichts. Natürlich können sie sagen, komm, oh, die haben da einen Spielplatz gebaut und da haben sie eine Halfpipe. Nein, aber der Charme ist, was die Jugend, sie machen es, sie helfen der Jugend, aber nur in their own terms. Also sie bestimmen, wo die Jugend schön zu haben hat und bitte nicht da, wo man Stuttgart herzeigt, am Schlossplatz zum Bleistift. Naja. Übrigens hier hinter uns, auf diesem Stück, hat der Hauptdarsteller von Amsterdam in Verfluchtes Amsterdam so einen Überfalltypen, der eine Bank überfallen hat, gestellt. Und ja, ansonsten, ich bin gespannt auf dieses USB-Hub für Ordnung und Kehrwoche. Ich habe geschrieben, Kehrwoche, what the fuck? Und dann hatte ich geschrieben in dem Rant, let's putz Stuttgart, let's putz my ass. Weil, was für eine verzweifelt schlechte Aktion in einer Stadt, die so ekelhaft steril ist, dass sie kein bisschen Großstadtcharme hat, dass man dann auch noch so eine... Oh ne, kein Problem. Ich habe mich mit der Oma, wir sind uns immer gleichzeitig ausgewichen und damit uns praktisch nicht ausgewichen, falls ihr versteht, was ich meine. Und dann hat der, ich glaube sogar, es war noch der Erwin Teufel, die Idee gehabt, an dem und dem Tag machen wir den großen Let's Putz Stuttgart Tag.
Was für eine Spießeridee überhaupt. Auf jeden Fall hat... Oh, hier gibt es leckere italienische Brötchen übrigens. Da, nee, da, da, da. Da, Nicoli. Oh, lecker. Und, was für eine Scheißidee. Als ob es das nötig hätte in der, im alten Kehrwochenstart. Und was haben sie dann gemacht? Am Tag, an diesem Tag war dann so ein fettes Silberpiece auf irgendeinem Dach mit Let's Putz Stuttgart. Das fand ich gut. Ich würde jetzt sowieso nur noch Graffitis mit Let's Putz Stuttgart. Warte, was machen die da? Smiley? Drogen. Hier ist übrigens schon das goldene Kalb da im Hintergrund. Ist für die holländischen Filmfestspiele. Die holländischen Filmpreise werden nämlich, also die praktisch die Berlinale von Holland, wird in Utrecht vergeben. Und da wird schon aufgebaut. Und ich habe für die holländischen Filmfestspiele gab es Aktion für Klassen, die durften an einem Tag einen Film drehen mit allem drum und dran. Und ich musste den Klassen dann Photoshop beibringen, damit sie auch einen Film. Hey, hallo Geppetto, du bist wieder da, Geppetto. Willst du übrigens, dass man das so ausspricht? Also ist das eine Pinocchio Hommage oder ist das einfach so spaßig gemeint? Ich liebe das. Ohne Scheiß. Leute, wenn ich genügend Follower habe, ich glaube, ich mache das den ganzen Tag. Ich zeige euch Holland. Ich spiele euch. Ich habe auch überlegt, ich kann endlich mal die Leute so nerven, dass ich YouTube auf mein OBS als Hauptfenster nehmen, mich unten reinmache und dann zeige ich euch den ganzen Tag nur holländische Rap-Videos. Geppetto. Für alle, die jetzt denken, ich will dem Philipp auch mal sagen, hey, bieg mal links ab oder sag dem mal Hallo oder frag den noch mal, dann müsst ihr euch einfach einloggen bei Twitch. Das geht genauso einfach wie bei YouTube. Ihr müsst nicht zahlen, ihr werdet nicht zugespammt, nichts. Aber da könnt ihr Kommentare schreiben und ich kann drauf eingehen. Ich zeige euch noch was Schönes. Und zwar die wahrscheinlich schmalste Küche Utrechts. Nicht der Welt. Nicht der Welt. Aber. Also. Ich mache mal hier langsam. Und zwar. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da hinten, links hinter diesen beiden Damen, ist ein Zimmer, was ungefähr einen Meter breit wird und dann konisch auseinander geht, das hier. Und das ist eine Küche, in der man gerade so stehen kann. Aber was auch noch cool ist, dass hier ein Kunstwerk von Moa ist. Und da muss ich natürlich gleich mal einen dicken Strahl schaffen. Soll ich euch mal ein bisschen mit in meine Hut nehmen? Und zwar das Coole ist, wir fahren jetzt sogar auch bei der Schule meiner Kinder vorbei. Oder sollte ich das vielleicht lieber nicht machen? Ja, und so, schaut euch mal. Ist es schön hier? Oh, herrlich. Mutprobe. Hut auf die Straße und Maria singen, bis jemand was reinwerft. Ha, natürlich, mache ich sofort. Totte fochende Kehr. Zwack. Ey! Wo geht's hin? Zum Kino? Nein, ich habe einen Scanner gekauft, damit ich Buttons machen kann für euch. Ich habe Stifte gekauft, damit ich heute Abend kann ich nicht, da habe ich ein Essenszimmer, oder vielleicht heute Mittag noch irgendwann oder auf jeden Fall morgen oder übermorgen für euch zeichnen kann. Von daher, ich war für euch unterwegs und habe 140 Euro ausgegeben. Das ist die Schule meiner Kinder. Das ist der wunderschöne Schulhof. Eigentlich nicht mal, es ist ein öffentliches Ding, aber die gehen da halt viel hin. So. Naja, ich mach mal wieder mich. Nee, Entschuldigung. I'm new to this. YOLO. Ja, wir machen mal so Scheiße. Wir machen mal, aber ich weiß nicht, ob ich Maria singe mit einer Mütze. Vielleicht dann, wenn ich in einer anderen Stadt unterwegs bin. Vielleicht nicht, wenn ich in meiner City unterwegs bin, oder? Was sagt ihr? Ah, ich kann so schön singen.
Dein Style gefällt mir hervorragend. Welcher Style? Mein Style zu streamen, mein Style sich zu kleiden, mein Style zu sprechen, mein Style zu zeichnen. Also, aber egal was. Thank you very much. Very nice. I like you. Very much. Und da bin ich auch schon über die letzte kleine Kraft da hinten gefahren und bin in meiner Straße. Yeah! Wow, was ist denn da für ein krasses Wüstenmobil? Easy on. Easy on. Was das wohl ist? Ich muss aufpassen, dass meine Gattin nicht gerade nackt aus der Dusche springt. Lustig ist, ich habe mir noch mal genau denselben Scanner gekauft, der mir kürzlich kaputt gegangen ist. Warum habe ich das vorher dann so beschissen gefunden? Habe mir auch gestern endlich mal den neuen Happy Day Podcast angehört. Isen Cool hat mich gefreut, dass es neue Hörerbriefe gab. Ja, mich auch. My wife. Lies weiter oben, Bro, dein Style. Wo geht's hin? Wie gefällt dir bisher Twitch für? Ja, ist richtig schön. Guten Tag. Haha, ja, für Ordnung und Kehrwoche. Ich habe gerade den Chat nicht mehr gesehen. Ich finde es ja cool, dass der Chat hier automatisch funktioniert und man da nicht irgendwas von Tippi importieren muss. Warum habe ich so eine komische Wohnzeitschrift? Ich weiß jetzt immer noch nicht, was du mit dem Style meinst. Egal. Hier ist ein bisschen unaufgeräumt. Ich gehe jetzt hoch und packe mein Diebesgut an. Hab mir deinen Stream mit Simon reingezogen. Lustig, dass du das Artwork von damals gemacht hast. Ach, du kennst. Ah ja, ach so, du bist ja ein Kollege vom Den Style. Ja, geil, okay. Das ist natürlich ein ganz, also so würde ich jetzt heute das nicht mehr machen, womit ich es nicht schlecht reden will. Ich finde es auch eigentlich ganz okay. Es hat ja auch kontextmäßig gepasst, Hip-Hop-mäßig. Und ich habe auch übrigens nur die Characters gemacht. Den Style hat der Eugen gemacht. Der Case aus Freiburg. So. Alexi? Ne, niemand zu Hause. Wanking time. So, jetzt habe ich schon wahrscheinlich meine erste Verwarnung. So. Mein Stu-Stu-Studio. Mein Stu-Stu-Studio. Mein Stu-Stu-Studio. Schaut mal. Mein Stu-Stu-Studio. Ich könnte jetzt natürlich direkt übergehen zu Twitch, also zu OBS. Aber also der hervorragend schaut, ja, ich habe Simon hier kennengelernt und haben dann mal eine Stunde und länger gelabert über Hip-Hop früher. Vieles gemeinsam, vor allem Hip-Hop-Story war witzig. Ja, der Simon hat einfach solides Album gemacht damals. Ich hoffe, ich muss nicht irgendeinen Scanner-Shit installieren. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist, dass ich zuerst das USB-Hub anschließe. Und dann werde ich mir da so. Dann habe ich alles angeschlossen: zwei Mikros, einen Drucker, einen Scanner. Zwei Kameras, einen Drucker, einen Scanner, ein Kabel und so weiter. Was machst du denn beruflich? Grafiker, Fotograf? Ich bin Künstler. Ich verkaufe Kunst. Ich kann auch mal vielleicht. Ups, Entschuldigung. Ich kann auch mal einen Tag lang vielleicht auch mit euch mal Graffiti-Fotos und Bilder angucken.
falls ihr da Interesse habt, dann kann ich zu jedem Bild was erzählen. Kann ich auch machen. Und der Twitch-Kanal soll natürlich einerseits die Podcasts ein bisschen veredeln. Also, dass wir praktisch live Podcasts vor Kamera machen. Und andererseits soll er natürlich auch dafür da sein, um in Real Life einfach so mit euch... ja, das mit dem Atelier-Stream werde ich auf jeden Fall auch mal machen. Jetzt habe ich euch ja... Ich habe sogar einen Aufsatz für ein Stativ, wo ich auch mein Handy drauf machen kann. Und das hieße also, dass ich auch beim Malen streame. Ich weiß nicht, ob das nicht sehr langweilig ist, weil es dauert halt länger, viel länger. Und ich merke übrigens, dass das hier keinen Sinn macht. Ich werde jetzt mal den ganzen Scheiß anschließen und dann gucke ich, ob ich euch beim Spenden-Button zeichnen mit zugucken lasse oder nicht. Ist einerseits so, dass da diejenigen, aber gut, heute ist ja keine Sau, wir essen jetzt online, nur Arbeitslose und Loser. Ich mache einen Scherz. So mal an den Rechner geswitcht. Nee, Creative Streams kannst ruhig machen, kommt cool. Ich finde es super, also Stream während des Malens. Welches meinst du jetzt, während ich die Dinger zeichne, die Buttons, soll ich das machen? Soll ich das etwa machen? Dann würde ich sagen, ich muss erst noch den Scanner bereit machen und... Oder die einen Bürojob haben und ihren Job sehr gewissenlos machen. Ich würde sagen, ich schließe jetzt mal erst an, mal gucken, ob ich noch live twitche. Mal gucken. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Halt. Jetzt.